Und damit herzlich willkommen hier wieder zurück bei Serious Sam 2 auf Lindark. Und wir erinnern uns, wir sind hier mit dieser Seilbahn lang gefahren und irgendwie stoppt die jetzt. Ach, er will uns noch ein paar Raketen schenken. Der Kleine. Komm her, Dankeschön. Man sieht sich. Allerdings ist es eh schon voll. Und ich hoffe, jetzt geht's hier weiter, oder was? Oh, oh. Hi. Oh, 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 oh. Jawohl, der Nammer. Er trifft mich gar nicht erst. Er probiert es erst gar nicht. So ist vernünftig. Jetzt juckt die Nase. Das ist ja schön. So, Nase gekratzt. Gegner gekillt. Tag kann weitergehen. Die treffe ich doch viel besser so. Oh. Bam. Brauche ich nicht, aber gib her. Yeah. Nächsten, please. Next one. Na, wo seid ihr? Ich höre euch doch schon. Da oben. Und 6. Und dann gibt's auf den Sack. Noch irgendwo? Da hinten kommen noch welche. Bitteschön. Mann ey, die trifft mich aber auch immer. Dämliche Hexe hier. Lassen wir mal noch einen fahren, bevor sie abzischen hier. Ah, haben wir sie jetzt? Irgendwo spawns. Da! Bam! Okay, ihr wollt es so. Und noch ein für dich. 1, 2, weg mit dir. Und wieder Waffenwechsel. Aber wir bleiben erstmal stehen. Sehr nett. Was ist denn jetzt für eine Mucke hier? Na, wo seid ihr denn? Ich sehe erstmal keine Gegner mehr. So. Oh, oh. Die schnallen ja gar nichts. Das ist ja wundervoll hier. Das finde ich gut. Die Medaille ist in der Nähe und Mantles Truppen sind hier. Das bedeutet nur eins. Wenn wir hier schon so viel Zeugs kriegen. Jawohl, er rennt schon vor mit der Bazooka. Unser kleiner Zwitscher-Freund. Da hinten sind schon ganz viele Geschütze. Das bedeutet gleich Massenschlacht. Yeah. Okay, whoop. Ach, hier geht's nicht runter. Jawohl, ja, kommt her. Oh, ist das schön. Boah, ganz schön auf den Sack hier. Noch irgendwer, du. Na komm her, weil du so hässlich bist, kriegst deine drüber. Und ein bisschen Gold für den Bär. Wo die runterkommen, sind sie tot. Das sollte genügen. Jawohl, ja. Da geht er down. Hinter uns wahrscheinlich auch noch wer, oder was? Nee, doch. Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hätten wir das Geschütz auch nehmen können, aber... Das verdirbt dir nur den Spaß. Hier können wir gar nicht drauf. Das ist wirklich nur für Gegner gedacht. So, jetzt gehen wir einfach mal weiter hier, oder? Ich meine, was soll das? Mit solchen Idioten kommen doch diese kleinen Wichte auch zurecht. Hm, aber ich komme da gar nicht rüber. Hier, jetzt ist irgendwas kaputt gegangen. Oh, die haben das abgeschossen. Jungs, sagt mir mal, wo es weitergeht. Mein Navi ist kaputt. Gewirr. Ich weiß es echt nicht. Ich meine, es kann ja eigentlich nur hier weitergehen, oder? Gibt doch nichts anderes. Hier. Da wissen wir es doch schon. Und einmal rüber. Yeah. Das war's schon wieder.
Und da ist das gute Stück, oder was? Eine fette Megabiene. Die uns hier das Medaillon mobs, das gibt's doch gar nicht. Ja, das wissen wir allerdings, du kleiner Idiot. Zoom Zoom took the medallion. What now? Don't worry. I know where he lived. Follow us. Okay, dann kriegt jetzt mal Zoom Zoom ordentlich eine in ihren Bienenarsch. 92 abgeknallt, kein Geheimnis gefunden. Scheiß drauf, wir sehen uns im nächsten Level wieder. Und wir sind alle ein bisschen kleiner geworden, oder was? Und hier relaxen die ganzen Monster, oder wie, oder was, oder wo? Tja, das haben die auch so gesehen und haben sich schon mal aufgeteilt in ihre eigene Gruppe. Wow, das wahrhaftige Land der Riesen. Ich habe mal irgendwo darüber gelesen, irgendetwas über Bohnen und Prinzessinnen, aber ich hatte keine Ahnung, dass es so aussehen würde. Naja, der Häuptling hat gesagt, Zoom Zoom hätte das Medaillon genommen und es hier irgendwo versteckt. Nimm den ausgehöhlten Baumstamm, um den kleinen Bauch zu überqueren. Bach, nicht Bauch, Bach. Natürlich Bach, Mann. Oder was auch immer das ist. Er sollte direkt dahinter sein. Wenn er nicht da ist, können wir immer noch Bosses Air Us anrufen. Verstehe ich nicht. Was soll Bosses Air Us sein? Das ist ja geil. Eine Riesenflasche. Ich meine, da müssen wir wahrscheinlich lang. Oder wir gehen einfach mal hier lang. Oh. Naja, Freunde, dann will ich mir doch das ganze Zeug da vorne holen. Wir kriegen ordentlich auf den Sack hier. Das gibt's gar nicht. Aber die Mucke ist cool. Yeah, das geht voll ab. Und das sieht cool aus. Die Level, also ich kann es immer nur wieder sagen. Guckt euch das doch mal an. Das ist doch wunderschöne Grafik, auch heutzutage noch. Und es ist so ein geiles, abwechslungsreiches Level-Design. Und ich habe es im Steam Sale gesehen, hier das Spiel, für 99 Cent. Ich glaube, sonst kostet es 10 Euro. Und sonst 99 Cent, das ist doch nix. Ich meine, selbst 10 Euro ist dafür nix. Für so ein wunderprächtiges Spiel. Natürlich muss man Shooter lieben, ansonsten, ja, es ist halt ein Shooter. Mit einer tiefgehenden Story. Oh, das war jetzt von uns. Da kommt der hier, ein blöden Köter. Ich bin mal gespannt, wie Serious Sam 3 wird. Ich meine, aber es ist ja, glaube ich, sogar das Prequel von den ersten Teilen. Das hier erklärt, glaube ich, also das löst dann die ganze Story auf, den Teil, den wir gerade zocken. Serious Sam 2. Und irgendwie macht man, glaube ich, sogar Mäntel dann platt oder irgendwas oder wie, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, und das Prequel, Serious Sam 3, ist nicht ganz so witzig. Der hier ist der witzigste Teil und ich finde auch der abwechslungsreichste. Was sind das für mega stinke Viecher? Das sind Fliegen. Die ich nicht treffe. Ich möchte aber auch meine Schuss jetzt nicht hier alle bratzen. Ich speichere erstmal ab. Da hört ihr die Mucke? Das ist doch einfach geil. Das ist doch... Was? Wo?
Da, hi, hier bin ich. Bam, Drecksschwein hier. Ist hier einer unten oder was? Ne, da unten kriegen wir erstmal ganz viel Money, das finde ich gut. Lass gleich mal abzwitschern, die Hexi. Mann, ey. Wenn ich sie mal gleich abknallen könnte. Kann ich ja. Ich kann ja die Waffe nehmen. Daneben. Oh, das war kacke abgespeichert. Kriegt man gleich eine drüber, wenn ich lade. Wie komme ich hier raus? Hey, 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 hey. Bleib mal ruhig hier, Fräulein. Oh, oh. Ist vielleicht doch die 6 dann besser. Gegen die Jungs. Da trauen sie sich aber auch alle, sind alle so dämlich, ne, und müssen unbedingt über diesen Felsen loopen. Ich meine, wenn da immer zu irgendwelche Plasmakanonen und irgendwelche Raketen lang fliegen. Oh, genau reingelatscht. Hinter uns noch irgendwer? Ich glaube nicht. Ja, das sind aber auch wieder Massen hier. Das gibt's gar nicht. So, Jungs, jetzt reicht's aber. Ich möchte da jetzt dahinter gucken. Das ist aber ein ganz großer. Oh oh. Scheiße, Mann. Der ist echt riesig. Und ich habe nicht mehr allzu viel Energie. So, wir haben. Aber gerade so. Abgespeichert, weiter geht's. Und da liegt TNT. Das haben wir doch im allerersten Level gefunden, oder? Eine Spinne drin oder was? Oh, jawohl. Von euch, von eurer Sorte habe ich doch schon ein paar größere platt gemacht. Und wir kriegen extra Leben. Wofür auch immer wir das brauchen werden. Wahrscheinlich gleich, wenn ich sterben werde. Geben wir uns aber echt auf den Sack hier. Komm her. Oh, ich nehme jeden komischen Glibber nehme ich mit hier. Oh oh. Komm schon, geh drauf. Jawoll, ja. Ach, F5 und F6 ist speichern. Finde ich gut. Muss ich eigentlich nur mit meinem dicken Daumen da irgendwie oben drauf hauen. Jetzt mal auf der anderen Seite. Bei dem Scheißhaus fliegen. Riesentacke. Leider gefunden. Wir stolzieren hier echt auf einem Riesenhaufen Scheiße rum. War das ein Gegner? Keine Ahnung, ich möchte... Oh, hallo. Bam. Bitte merke, mit einer Handgranate keinen Kopfball üben. Wo muss ich denn lang? Muss ich die Fliegen abschießen? Aber das ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Ich meine, ich brauche jetzt... Hä? So. Ach, da ist so ein Streichholz. Ich depp. Ach, das muss ich mitnehmen. Das ist doch absolut geil. Guckt euch das an hier. Ey, das ist mitnehmen. Hier die Physikdetails. Das ist doch... Ach, ich mag's. Ich speichere erstmal ab. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich auf die Pilze irgendwie draufhüppen. Oder so. Oder auch nicht. Oder was? Oder wie? Wie komme ich da jetzt hoch? Doch, es geht auf jeden Fall. Ich kann nur nicht so hoch hüppen. Mit dem Streichholz. Verdammt! Ah, Sam, da würde ich nicht anfassen.
Ich komme da jetzt nicht hoch. Das ist doch kacke. Hm. Kann ich das hier noch nehmen, um drauf umzustolzen? Nee. Ich verstehe es nicht. Was muss ich machen? Ah, warte mal. Ich habe noch eine Idee. Nimm das. Oder da drauf. Hier hin. Hm, das ist auch nicht. Irgendwie ist der Wurm drin. Das fällt halt immer wieder runter, ne? Ihr seht's ja. Ja, dann nimmst du jetzt einfach hoch hier. Ich verstehe es nicht. Was soll ich machen? Sam, ich habe dich gerade hier in höchsten Tönen gelobt. Jetzt mach hier mit. So. Treffen wir das irgendwie so? Ne. Wir können halt nicht hochspringen mit diesen blöden Zeugs. Und dann springt er wieder runter. Das kennen wir ja schon mit der doofen Kiste. Tja, wie macht man das jetzt? Ich verstehe es nicht. Was soll ich denn machen? Ich kann ja einfach mal so hoch. Ich kann gar nicht hoch. Hä? Hm, jetzt haben wir auch noch den Pilz kaputt gemacht. Kann ich die alle kaputt machen? Oh, hä? Ich habe doch gar nichts gemacht. Was habe ich jetzt gemacht? Ich verstehe es nicht. Oh. Da. Hä? Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Hm. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Was auch immer ich getan habe. Was ist das hier? Hört auf, mich anzukotzen. Oh, oh, irgendwas kommt von hinten. Geh doch mal einen Schritt. Oh. Na. Oh. Okay, ein Hammer. So, zweiten Hammer. Die kann man abknallen. Die kann man auch abknallen. Aber ich verstehe den Sinn nicht. Vielleicht ist einfach keiner drin. Die kann man nicht abschießen. Ah, hier durch die Löcher kommen immer wieder neue. Sehr gut zu wissen. Okay, muss mich ein bisschen konzentrieren. Jawohl, genau in der falschen Sekunde abgespeichert. Kommt von hinten wieder was? Nein. Und dran vorbei. Scheiße, Mann. Wir hängen in einer ziemlich prekären Lage fest. Ach, jetzt kotzt mich nicht an hier. Ich stehe doch gar nicht neben dem Ding. Okay, jetzt speichere ich nochmal ab. Jetzt stirb. Ja, er kann durchschießen, ich nicht. Ey, ich komme nicht vorbei. Ich habe keine Ahnung. Ich komme halt nicht vorbei. Ich darf nicht vorbei. Jetzt darf ich vorbei. Scheiße, Mann. Ich bin gleich tot. So. Irgendwas ist hinter mir. Er ist hinter mir. Ah. Ich stehe in so einer Scheißposition am Abspeichern hier. Ich weiß gar nicht, was mich trifft, um ehrlich zu sein. Das Problem ist, meine Kugeln kommen nicht durch. Seht ihr das? Aber den ihrer kommen durch. Ich weiß nicht, was mich trifft. Irgendwas von der Seite.
Das ist doch alles scheiße hier. Okay. You made it. Now go through the passage. Hey. Wir schritten eine Macke, da ist immer noch einer. Okay. Fette Wumme. Ey, immer wenn ich es schaffe. Okay. Da seht ihr, dass irgendwas schießt da noch. Ey, da kommt tatsächlich, es kommt noch einer hier. Jetzt raus hier, einfach nur raus aus dem... Jo, dankeschön. Ey, ich habe irgendwie gerade keine Chance. So, kurze Konzentration. Ey, ich weiß es echt nicht. Ja, da kommt wieder einer von hinten. Wie oft denn noch? Raus mit dir, du Drecksball. Kommt noch einer von hinten? Nein. So, das Meckern ist natürlich, liegt immer nur daran, weil ich gerade verliere. Ansonsten ist das Spiel klasse. Oh, oh. Ist da noch einer? Ja, immer noch einer. So, nochmal abspeichern. Jetzt raus hier. Oh, ich kann kotzen. Warum lässt sie mich immer da raus jetzt? Da ist doch... Hehe. Da ist noch einer. Mal abspeichern. Hammer. Nö. Oh, oh. Du bleibst draußen. Ja, das ist feig. Ist mir jetzt auch egal. Wir haben sie alle besiegt. So. Das zählt. Na, noch nicht ganz hier. Diese komischen Drecksbälle noch nicht. Okay, Leute. Hier speichere ich ab, denn die Zeit ist wieder rum. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder bei Serious Sam 2. Haut rein.